suchst nach heftigen Anime auf Crunchyroll, die man dort auch uncut schauen kann, ohne Zensur, ohne Lichtstrahlen, nix für Kinder? Ja, dann bist du hier genau richtig. Denn ich stelle dir 5 Anime vor, die genau das sind. Wenn du auch Bock auf solche Serien hast, dann schau bis zum Schluss. So weiß ich, dass es dir gefällt und es wird noch mehr zu dem Thema geben. Richtig explizit geht es gleich los mit Hybrid X Hard Magias Akademie Ataraxia. Und den Anime habe ich dir ab und zu mal schon empfohlen, aber als ich mir als Vorbereitung für dieses Video noch ein paar Folgen angeschaut habe zu diesem Anime, habe ich einfach realisiert, oh mein Gott, sieht der in diesen expliziten Szenen einfach fantastisch aus und passt somit perfekt in diese Liste rein. Deswegen wollte ich ihn dir unbedingt nochmal empfehlen. Aber worum geht es? Und zwar, plötzlich wird die Menschheit von riesigen Robotern angegriffen, die durch solche Portale kommen, schon Teile der Erde zerstört haben und jetzt natürlich viele junge Leute aus irgendwelchen Gründen in Rüstungen gesteckt werden, mit denen man fliegen kann, um dann diese Monster zu bekämpfen. Und unser Protagonist wird auch an eine Schule eingeladen, um halt da zu trainieren für halt den Kampf. Der gute Kizuna Hida wird halt von seiner Schwester eingeladen, halt an dieser Schule teilzunehmen. Der guten Reiri, das Problem ist nur, dass er nicht wirklich im Kampf begabt ist. Aber zufällig findet man heraus, als er auf ein paar Damen trifft, dass er gewisse andere Begabungen hat. Denn wenn er mit denen nämlich gewisse Sachen macht, in edgy Szenen gerät und die so richtig Spaß haben zusammen, dann wird deren Energie wieder aufgeladen und sie können, nachdem sie verletzt wurden oder nachdem sie komplett ausgelaugt auf dem Boden liegen, später danach wieder kämpfen, nachdem sie zusammen Spaß hatten. Und das führt natürlich zu allerlei verrückten, crazy Szenen. Man kann sich das schon vorstellen. Und diese Szenen, wie schon gesagt, sind einfach fantastisch animiert. Also alleine dafür lohnt es sich für die Story nicht unbedingt. Und das kommt nicht von ungefähr, denn der Anime wurde vom Production IMS animiert, welche zum Beispiel zuständig sind für The Testament of Sister and the Devil. Und nicht nur sieht der Anime deswegen in diesen Szenen fantastisch aus, sondern das geht ja auch in eine ähnliche Richtung von der Geschichte bzw. von dieser Boost-Mechanik. Deswegen schaut unbedingt in Hybrid X Hard Magias Akademie Ataraxia rein. Das ist auch ein perfekter erster Titel für diese Liste, denn an dem muss ich auch erklären, was es manchmal für Probleme mit Uncut Anime auf Crunchyroll gibt. Oft ist es nämlich so, dass die japanische Version mit deutschen Untertiteln zensiert ist. Wenn das bei dir der Fall ist, dann schalte unbedingt auf die deutsche Sprachfassung um. Die ist nämlich oft uncut. Woran liegt das? Für die japanische Untertitelversion nimmt man meistens die TV-Version und die ist oft zensiert. Nicht immer, aber oft. Im Gegensatz dazu, damals hat man häufig die deutsche Synchro-Version nur von der Blu-ray-Disc bzw. DVD-Version bekommen. Damals war es ja so, dass meist nur wenn der Anime bei uns auf Disc erscheint, er auch eine Synchro bekommt. Und deswegen, anstatt die deutsche Synchro-Version jetzt über die japanische TV-Version zu legen, was vielleicht zu Problemen führen kann, denn oft werden ja Blu-ray-Disc-Versionen bzw. Disc-Versionen noch ein bisschen angepasst, manchmal gibt es verlängerte Szenen und dann ist dann alles nicht mehr so wirklich synchron, also nimmt man einfach das Bildmaterial von der Blu-ray-Disc. Und das führt eben dazu, auch wenn es Crunchyroll vielleicht nicht unbedingt will, die Uncut-Version dann streambar ist bei dem Streaming-Anbieter. In letzter Zeit kommt das nicht mehr so häufig vor, denn viele Anime bekommen ja einen Simuldub und auch dafür verwendet man dann halt die japanische TV-Version und wartet eben nicht auf die Blu-ray-Disc-Variante bzw. auf die Disc-Version, weil dann wäre es spätestens kein Simuldub mehr. Brutal wird es dagegen in Afro Samurai und über solche Serien will ich in Zukunft auch mal häufiger reden. Also nicht nur die explizit sind und deswegen ab 18 oder für Erwachsene sind, sondern die auch einfach mit ihren krassen Kämpfen oder eben ihren brutalen Szenen überzeugen können oder in so einen Horrorbereich gehen. Und Afro Samurai fängt erstmal an mit unserem Protagonisten, der leider ein schreckliches Erlebnis mitmachen muss, denn sein Vater wird vor seinen Augen getötet. Der gute Roku Taro, der verliert nämlich den Kampf gegen Justice und dadurch wird Justice die Nummer 1. Denn in dieser Welt bzw. in diesem Land geht es eben darum, der beste Kämpfer aller Zeiten zu sein. Wenn man der beste Kämpfer ist, kann man nur vom Zweitbesten herausgefordert werden und keinem anderen. Und deswegen versucht natürlich jetzt der Afro-Samurai, also unser Protagonist, der halt seinen Vater verloren hat, an Justice, jetzt alle zu besiegen, um halt die Nummer 2 zu werden und nicht nur das, sondern er will natürlich dann auch später Justice besiegen bzw. seinen Vater rächen. Ob er das schafft oder nicht, das musst du schon selber herausfinden. Und nicht nur können die Kämpfe überzeugen, sondern auch die Synchronstimme von dem Afro-Samurai, denn das Ganze
wird nämlich überraschenderweise von Samuel L. Jackson vertont. Ja, diese englischsprachige Fassung, die gibt es auch bei Crunchyroll. Deswegen schau da unbedingt rein. Der Anime hat auch ein, zwei explizite Szenen, aber deswegen lohnt der Anime sich nicht unbedingt. Aber trotzdem unterstreicht auf jeden Fall das Ganze, dass die Serie eher für Erwachsene ist. Ganz abgedreht ist dann wieder die nächste Serie und zwar Manju Scroll. Dieser Anime wurde ja erst vor ein paar Monaten Crunchyroll hinzugefügt und das Video dazu ging auf jeden Fall nicht unbedingt viral, aber haben sich glaube ich einige angeschaut. Aber vielleicht kennt den Anime noch nicht jeder. Und weil ich mich eher hier auf neue Anime fokussieren will, weil ich habe schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht und ich will nicht so viele Doppelungen drin haben und Manju Scroll einfach fantastisch ist, wollte ich ihn dir unbedingt hier nochmal empfehlen. So spielt dieser nämlich im alten Japan, aber in einer etwas anderen Version vom alten Japan. Denn nicht nur ziehen Samurais durch die Gegend, die meistens eher Damen sind, sondern hier geht es auch darum, umso größer deine Melonen sind, umso populärer bzw. umso reicher und begehrter bist du auch. Also das ist wirklich der wichtigste Aspekt von einem, dass man halt gewisse Größen halt hat. Und die gute Chifusa, unsere Protagonistin, zieht halt umher mit ihrer Partnerin Haede und die sind auf der Suche nach gewissen Schriftrollen, die dann gewisse Sachen relativ groß machen. Aber nicht nur das, sondern sie kämpfen auch gegen andere Frauen, zum Beispiel die gute Kagefusa. Und das geht dann nicht nur in so Senran Kagura ähnliche Kämpfe, sondern wenn man gegen seinen Gegner gewinnt, beziehungsweise siegreich aus dem Kampf hervorgeht, bekommt man ein bisschen was von den Melonen der Gegner ab. Also da wird in gewisser Weise ein bisschen Fett abgesaugt und zu dem eigenen Körper in natürlich den wichtigen Bereichen hinzugefügt. Und das ist einfach eine crazy Idee, die man sich da ausgedacht hat. Also keine Ahnung, wie man da als Autor drauf gekommen ist, aber nun, so ist es nun mal. Und das führt natürlich zu allerlei verrückten Szenen. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein. Wirklich auch wortwörtlich in den ersten Sekunden sieht man auch gleich was. Also da weiß man, weswegen man diese Serie schaut. Deswegen, sie lohnt sich auf jeden Fall und ist echt nichts für Kinder. Auf gar keinen Fall. Kommen wir jetzt aber zu einem Bonustipp. Warum ich den nur als Bonustipp bezeichne, dazu dann später. Aber erstmal kurz vorgestellt, worum es in dieser Serie geht. Nämlich Nirako Crawling with Love. Und unser Protagonist, der gute Mahiro, ist ein ganz normaler Typ, bis er plötzlich eines Tages von einem Alien attackiert wird. Kurz davor ist drauf zu gehen, aber in letzter Sekunde wird er dann auch von der guten Nyako gerettet. Und diese ist ein Monster, welcher aus dem Cthulhu-Mythos stammt von H.P. Lovecraft. Und eigentlich müsste man vor ihr Angst haben, aber sie ist halt einer der Guten und kämpft jetzt regelmäßig gegen andere Aliens, die auch aus diesem Cthulhu-Mythos kommen, beziehungsweise von H.P. Lovecraft sich erdacht wurden. Was nicht nur zu abgedrehten Kämpfen führt, sondern das Ganze ist auch eine super lustige Serie. Denn spätestens als die gute Kuko vorbeikommt, die sehr interessiert ist an Nyako und sich regelmäßig auf sie stürzt, führt das zu allerlei edgy Szenen, sondern das Ganze geht auch so ein bisschen in so eine Konosuba-Richtung rein, weil das ist auch so ein bisschen ein Parodie-Anime. Also der nimmt auch einige Anime auf die Schippe, beziehungsweise macht sich drüber lustig oder es gibt halt die ein oder andere Anspielung zu einem relativ berühmten Werk. Wer also solche Serien wie Konosuba mag, der sollte auf jeden Fall auch hier mal reinschauen. Gibt nur eine kleine Einschränkung und deswegen ist es nur ein Bonustipp. Die Serie ist dann doch zensiert, in Anführungsstrichen. Also über wichtige Stellen sind dann doch mal Haare und sowas. Deswegen das als Uncut-Anime zu bezeichnen, stimmt nicht wirklich. Der wurde mir aber vor ein paar Monaten mal empfohlen und ich habe da mal reingeschaut und der hat mir einfach so gut gefallen, dass ich den euch unbedingt empfehlen wollte. Und die Edgy-Szenen werden halt auch von einem relativ bekannten Studio animiert, nämlich Studio Sebek, welche für zum Beispiel Tulafru zuständig sind. Und wer Tulafru kennt, der weiß, diese Szenen, die sehen ja fantastisch aus. Deswegen, schaut auf jeden Fall mal rein, gebt dem Anime eine Chance, Nyako Crawling with Love. Übrigens, lasst euch nicht verwirren, es gibt irgendwie so eine Chibi-Version auch mit extrem schlecht aussehenden Charakteren. Überspringt die einfach, beziehungsweise schaut die vielleicht erst zum Schluss, aber beginnt erst mit der gut aussehenden Serie. Da habt ihr dann auch nichts verpasst, beziehungsweise übersprungen, was man vorher hätte sehen sollen. In eine Isekai-Welt geht's dann wieder mit Tales of the Wedding Rings. Und dieser Anime ist ja erst vor kurzem
vorbeigegangen. Und auch wenn der zum Ende recht heftig kritisiert wurde, ich freue mich trotzdem auf die zweite Staffel, aber dazu kommen wir gleich. Worum geht es erstmal? Für alle, die den noch nicht kennen. Und zwar, das Ganze beginnt mit unserem Protagonisten, den guten Sato, und der sieht eines Tages, wie die Prinzessin Crystal aus einem Teleportationskreis rauskommt und er freundet sich auch einfach mit dieser Prinzessin an. Die kommt nämlich aus einer anderen Welt, aber Sato vergisst das über die Jahre, bis dann Crystal eines Tages wieder zurück muss, denn sie muss einer Zwangsheirat beiwohnen und darauf hat sie natürlich komplett keinen Bock. Dass sie jetzt natürlich einen Typen heiraten muss, den sie halt nicht liebt. Und Sato will das Ganze auch verhindern, kommt dann mit in ihre Fantasy-Welt, verhindert auch die Heirat und heiratet dann auch Crystal jetzt. Und das ist auch kein Spoiler, das passiert in der ersten Folge. Das Problem ist jetzt nur, dadurch, dass er sie heiratet, wird er zum Ringkönig und muss jetzt halt als Held dieses Land vor Dämonen beschützen. Und nicht nur soll er halt jetzt sie heiraten, beziehungsweise mit ihr klarkommen, sondern auch andere Damen, andere Prinzessinnen, die soll er jetzt von seinem Vorhaben und von sich selber überzeugen, dass sie ihn halt heiraten und dadurch ihm auch Energie in Form ihrer Ringe geben. Und ich bin ganz ehrlich, die zweite Dame, die halt kommt, die gute Nefritis, außer man ist jetzt der größte Elfenfan, fand ich jetzt nicht so dolle, aber spätestens dann mit Granat, da geht der Anime wirklich los, also die ist einfach fantastisch. Meine zweite Favoritin ist dann die gute Saphir, die ist auch super, aber will ich natürlich gar nicht zu viel verraten. Deswegen, wer diese Kombination aus Edgy, Harem und eben Womans mit Isekai-Elementen mag, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Wer mit den Animationen gar nicht klarkommt, der kann sich auch den Manga gönnen, der ist aber nicht wirklich uncut, zumindest erst ab deutlich späteren Bänden. Also da hat man sich aus irgendwelchen Gründen am Anfang entschieden, ja nee, das zensieren wir dann immer, diese gewissen Szenen. Also da würde ich persönlich dir den Anime empfehlen. Der hat auch eine deutsche Synchro, aber beide Varianten sind auch unzensiert. Also die deutsche Synchro-Fassung, aber auch die japanische Version mit deutschen Untertiteln. Und auch wenn, wie gesagt, der Anime scharf kritisiert wurde am Ende und er nicht die besten Animationen hat, freue ich mich trotzdem auf die zweite Staffel. Habe ich irgendwie Bock drauf. Wann diese erscheint, wissen wir noch nicht. Und ich finde, das ist ja ein gutes Zeichen und deswegen will ich den auch dir ans Herz legen und du kannst ja dann selber entscheiden, ob der was für dich ist oder eher nicht. Und kommen wir dann noch zu einem Anime-Klassiker und zwar High School DD. Und ich weiß, den habe ich dir schon ab und zu mal empfohlen, aber nicht nur passt er perfekt in diese Liste und ist halt mein Lieblings-Edgy-Anime, sondern man darf auch nicht vergessen, dass manche Serien immer wieder von Streaming-Anbietern entfernt werden. Crunchyroll kündigt das halt einfach nur nicht an im Vergleich zu Netflix. Deswegen fällt es einem meist nur bei Netflix auf. So haben wir es nämlich jetzt, dass die erste Staffel von Attack on Titan nicht mehr bei Crunchyroll verfügbar ist. Die anderen Staffeln schon, aber nicht mehr die erste Staffel. Und das gleiche könnte eben auch und ist schon damals mit High School DD passiert, dass Staffel 1 und 2 nicht mehr verfügbar waren. Jetzt sind die wieder verfügbar, deswegen will ich dir unbedingt die Serie auch hier nochmal empfehlen, weil es gibt sicherlich manche, die sie eben immer noch nicht kennen. Und anstatt jetzt zu warten und am Ende es zu bereuen, weil man die Serie dann halt nicht mehr streamen kann und sie sich dann teuer kaufen zu müssen, darauf hat ja auch keiner Bock. Deswegen stream sie jetzt lieber schnell, beziehungsweise wollte ich sie dir nochmal empfehlen. Aber worum geht es? Und zwar das Ganze fokussiert sich auf den guten Issei Hyodo, der will sich einen großen Harem aufbauen, aber er kriegt nicht mal die erste Freundin. Also selbst das funktioniert nicht unbedingt. Bis er dann eines Tages von der gut aussehenden Yuma Amano angesprochen wird und die will gleich ein Date mit ihm. Und das Date funktioniert auch super, bis sie dann revealed, ja, sie ist eine gefallene Engelin und zack, bumm, bringt sie ihn halt um die Ecke. In letzter Sekunde wird er aber von der guten Rias Gremory wiederbelebt, einer Teufelin, und die will natürlich dafür auch eine Gegenleistung haben, und zwar soll der gute Issei Hyodo ihr jetzt dienen. Und natürlich könnte er jetzt deprimiert sein oder sowas, dass er jetzt auch zu einem Teufel geworden ist, aber er ist natürlich von der guten Rias ziemlich begeistert und sagt sich, ja, ich habe gar kein Problem, dir zu dienen. Und unser Protagonist Issei muss dann halt regelmäßig auch in Kämpfen für halt Rias antreten und er wird natürlich umso stärker, umso mehr Edgy-Szenen um ihn rum passieren. Also er hat dann auch eine Fähigkeit, wo er dann die Klamotten einfach mal zerstören kann. Ihr könnt euch schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich mochte den Anime auch echt wegen der Story. Also der hat echt einen teilweise manchmal emotional mitgenommen. Hätte ich echt gar nicht gedacht und die Kämpfe sind auch ganz nice. Und ich wollte auch hier einfach nochmal erwähnen, dass für manche Leute halt die vierte Staffel ja leider nicht so dolle war. Wegen dem anderen Charakterdesign. Aber wenn man jetzt so ein bisschen Abstand zu der vierten Staffel aufgebaut hat, die vielleicht sogar abgebrochen hat damals, sollte man es vielleicht echt nochmal probieren. Weil ich finde das Charakterdesign echt nicht so schlimm und alle anderen Elemente sind halt immer noch genauso gut wie halt die ersten drei Staffeln. Und
wenn du halt nicht mehr so sehr das Charakterdesign von den ursprünglichen Staffeln in Erinnerung hast, fällt dir vielleicht der Unterschied auch gar nicht mehr so sehr auf. Deswegen, gib auf jeden Fall Highschool D.D. Hero mal eine Chance. Die Staffel ist nämlich auch in vielerlei Hinsicht ziemlich heftig. Auch den Anime kann man bei Crunchyroll mit deutscher Synchro genießen. Für weitere heftige Anime auf Crunchyroll, klicke aufs Video oben rechts. Und für Anime speziell für Erwachsene, gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Anime wirst du dir anschauen? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann!